Bei dieser Übung betrachten wir nochmal eine Kopie des Blattes 4252, ein Kreisdiagramm, und es geht darum, ein Segment dieses Kreises herauszuziehen. Wenn ich auf das Diagramm klicke und wähle dann die Mitte und ziehe das nach außen, radial nach außen, dann sehen wir, dass alle Segmente aus der Mitte nach außen gezogen wurden. Das mache ich nochmal rückgängig. Jetzt soll nur ein Segment herausgezogen werden, zum Beispiel Strom, Gas, Wasser. Klicke nochmal darauf und achte, dass wirklich nur um dieses Segment herum diese kleinen Markierungspunkte zu sehen sind. Dann wird nur dieses nach außen gezogen, wenn ich darauf klicke, und ziehe das radial nach außen. Man kann das aber auch anders machen. Bei der Miete zum Beispiel, dieses Segment habe ich ausgewählt, drücke ich die rechte Maustaste. Dort steht im Kontextmenü Datenpunkt formatieren, was auch ein Anzeichen ist, dass nur eines ausgewählt ist. Und da kann man hier bei Punktexplosion diesen Schieberegler nehmen und das Ganze nach außen ziehen. Die Alternative wäre die Angabe eines Prozentsatzes an dieser Stelle. Klicke dann auf Schließen. Ich habe gezeigt, wie man Kreissegmente herausziehen kann.